Ja, wie machen wir den YubiKey dabei? Diesmal mit einer neuen Firmware, die 5.7, die einige interessante Features für unsere Kunden bereithält. Und ja, das Thema Authentifizierung und der phishing-resistente User steht wie immer bei uns im Mittelpunkt. Das ist unser Herzensthema. Und ja, das ist eigentlich unser zentraler Punkt, den wir jedes Jahr hier präsentieren. Also NIS2 ist ganz klar für uns ein sehr wichtiges Thema. Wir haben das auch auf verschiedenen Webinaren abgedeckt, haben extra auch eine Broschüre zum Download bereit für die Kunden, sich darüber zu informieren, was ist notwendig, gerade auch für mein Unternehmen. Und natürlich ist die Authentifizierung bei NIS2 auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also unser Kerngeschäft, wo wir den Kunden helfen können, hier halt den phishing-resistenten User zu schaffen, dass halt hier die Attacken über Account-Kompromittierung halt entsprechend eingedämmt werden. Das ist ja eine ganz klare Anforderung in der NIS2. Und hier schauen die Kunden auch, besonders die deutschen Kunden, sehr stark drauf. Und das ist schon auch eines der ja, wichtigsten Themen dieses Jahr auf der ITSA.